saying give me the oxygen. Der Tacho fahren, also der ist da irgendwie nicht gehindert. Aber die Sache ist halt immer die, willst du mit einem Auto so schnell fahren? Nein, nein, um Gottes Willen, nein, aber das wäre, ich hatte keine Ahnung, wie schnell die fahren wollten. Ja, die haben auch, schon, ja, die haben 350 PS, also die gehen schon gut. Ja. Nein! Ja, ist cool! Hier ist die Flagge. Ja, das ist ein bisschen länger, müssen wir alle erstmal rüberfahren. Ja. Vor allem mit diesem 3,5 Liter 18er Motor war das schon sehr, sehr klein motorisiert. So. Von 1968. Also wir beschleunigen nämlich nicht, sondern wir nehmen Fahrt auf. Stimme kenne ich, irgendwie den Namen, der kommt mir auch bekannt vor. Drei Checker, die hatten zwei Standmodelle und einer, der war restauriert und fuhr. Das war eins der Standmodelle, also als ich übernommen habe, fuhr er nicht wirklich. Ich
Getriebe haben wir neu gemacht, neu lackiert. Jetzt brauche ich noch einen neuen Innenhimmel, den müssen wir noch bauen. Es gibt halt keine Teile für das Auto. Müssen wir alles selber bauen. Hinsetzen und überlegen, wie können wir das bauen, wenn man sich irgendwas ausdenkt. Dann geht es beim ersten Mal schief, beim zweiten Mal funktioniert es dann hoffentlich. Dass sie die mitgebracht haben. Drei Personen im Checker. Ja, Kraftfahrtbundesamt gibt es. Drei Personen können hier, drei Personen können jetzt hier einsteigen. Sieben Plätze haben wir hier zu vergeben. Im Markierungsgold. Die Reifen an. Sechs Personen jetzt im Unimog Mannschaftswagen, das sieht schon mal gut aus. Käme dann noch einer dazu. Eine Person bitte einsteigen jetzt. Okay. In der himmlischen, nämlich die Celica. Zeitreise für eine Person. Dankeschön nochmal für den Hinweis. Noch sehr unbekannt in Deutschland, der DeLorean. Edelstahlkarosserie, Mittelmotor, geht jetzt. Werden kostenfrei von den Besitzerinnen und Besitzern hier zur Verfügung gestellt für diesen Shuttle-Service des rollenden Museums. Das ist ein Kontakt.
Also geht ordentlich. Ja. Macht Spaß. Ja, schön ist das Problem. Oh Mann, man kennt die Lufthansa. 65.